Hallo, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer neuen Runde Mafia. Ja, in der letzten Runde sind wir ja. Was haben wir da erlebt? Wir haben erlebt, wir hatten auf jeden Fall eine Verfolgungsjagd und haben da zwei Mafiosis gerettet. Und dann haben wir ein Angebot gekriegt, was wir fast nicht abschlagen konnten. Und jetzt geht es erstmal weiter. Und zwar fahren wir eine Runde Taxi und verdienen etwas Geld. So, Spiel fortsetzen. Nach Downtown. Okay. So, der hier will nach Downtown. Machen wir erstmal Geschwindigkeitsbegrenzer rein. Nach Downtown. Dann fahren wir doch mal Down in Town. Da hinten ist Downtown. Drauf. Wunderbar, so. So. Ja, auf jeden Fall, was soll ich jetzt noch erzählen? Das wird jetzt ein bisschen eine langatmige Fahrt hier, auf jeden Fall. Weil das sind einige Fahrgäste, die von A nach B wollen. Und das Fahren, ja, ich will nicht wirklich schneller als 40 Meilen mph fahren, Miles per Hour, weil dann die Bullen kommen und mich aufhalten und das den Gast nicht gefällt. So, und ich hätte jetzt hier links gemusst. Hier, fahr weiter, fahr. Komm. Ich drück mich einfach links rein. Oh, fahr doch, du Pflaume. Der macht das nämlich auch. Oh, da drüben waren sie ja noch von einem anderen Taxi. So geht Autofahren. Ja, die Musik. So. Nein, die nächste rechts. Ich bremse mal schon mal ab. Müssen wir nur noch geradeaus fahren. Oh, ich habe vergessen, den Timer zu starten. Das mache ich jetzt gleich mal. Bin ich schon vorbei. Okay, hier an der Treppe bitte. Hier an der Treppe. Wunderbar. Währenddessen starte ich mal den Timer. So, läuft. Ja, so. Danke, hier ist das Geld. Kein Problem, danke schön. Sind Sie frei? Nö. Ich muss zum Krankenhaus in Newark. Kein Problem. So, das heißt, wir scheren erstmal links aus, fahren hier rein und dann geht es mal nach oben. So. Tank ist voll, das ist sehr schön. Das Problem hat man ja bei der Verfolgungsjagd, dass uns der Tank kurz vorm Abnippeln war. Da ist gerade Green. Oh, hallo Polizei. Hallo. Ja, boah, da ziehen die einfach rein. Meine Fresse. Die elendigen Wichser. Oh. Geradeaus ist Grün. Hier ist doch Grün. Also. Boah, wenn Grün ist, fahre ich zu, ne? So, jetzt fahren wir mal. Warte mal. Fahren wir mal rechts. Keine Ampel, wunderbar. Einziehen. Und jetzt folgen wir mal der Straße da. Wir fahren mit atemberaubenden 40 Meilen pro Stunde durch die City. Ich glaube 40 Meilen ist irgendwo recht, glaube ich, 60 km/h oder so. Denn 60 km/h, also 60 Meilen per Hour sind ungefähr 100 km/h, weil 100 20 mph ja ungefähr 200 km/h sind. Und 40 schätze ich dann mal so auf die 60, 50, 60 und wieder mal die falsche reingefahren. Naja, geht auch. Alter, wie fährst du denn? Also hier die Kurve. Ich fahre wie ein Irrer. Kann auch nicht dafür, wenn so ein Spacko vor mir auf die Straße spekulationiert. Ich wieder schuld. Ich fahr wie ein Irrer. Hallo. Ich
verbitte mir solche Bemerkungen. Herr Fahrgast. So, komm. Fahr 40, Junge. Hier ist es. Fahren Sie zum Eingang, bitte. Sein muss. So. Danke, hier ist Ihr Geld. Muss du wegen der Stimme ins Krankenhaus oder was? Ein Glück, dass Sie da sind. Ich muss zum Theater auf Central Island. Nehmen Sie die Giuliano Bridge. Das ist am kürzesten. Wie Sie meinen. Na komm, steig ein, Schnägel. Los, geht die Wilde fort. Jetzt muss ich erst darüber. Und das Geilste, ich weiß, dass wenn ich da drüben bin, da muss ich wieder ganz... Muss ich wieder Downtown, Brooklyn oder wie der da unten heißt. Funny. Oder soll das vielleicht sogar New York darstellen, die Stadt? Ich weiß es noch gar nicht. Naja. Keine Ahnung. Ob es jetzt San Fran ist oder New York. Fahr doch. Da vorne muss ich links, damit ich auf die Bridge komme. Die Bridge gehe. Aber, hallo? Was ist das? 50 cm hoher Bordstein oder was? Ich fahr nicht wie ein Irrer. Ich war auf der Gas und du guckst nicht beim Aussteigen, du Vogel. Ah, den könnte man sich schon fast drüber aufregen. So, das bremst man auch hier. Du kannst warten. Ich hab eine kleine Schnitte hinten drin. Ich gucke bei diesem Spiel oft auf die Karte, weil die Minimap oben links Scheiß bringt, jetzt ehrlich gesagt. Das ist echt für den Arsch. Ich weiß nicht. Aber ich könnte ein bisschen abgehen zu mäßig. Das Auto fährt hier von alleine im Berg runter. Dann bremst ihr auch von alleine. So. Komm, fahr zu da vorne. Ich fahr mit Gas. Sauhund. Boah. Müssen wir hier mal auf unsere Spuren über und dann müssen wir jetzt hier. Ah, da vorne müssen wir halten. Hier ist es. Da an der Ecke bitte. Hier an der Ecke bitte. Madame. Hier ist das Geld. Auf Wiedersehen. Katsching. Seht ihr die Dollarzeichen in meinen Augen? Komm. Auf dich. Guten Tag, ich muss nach Hoboken zur Pompeii Bar. Na klar, auf geht's. Schöne Rückkopplung. Oh, das heißt, wir drehen jetzt mal um. Hat eine Rückkopplung, aber komischerweise bin ich zum Glück nicht vor dem Handy, weil jetzt im Let's Play wäre das ein bisschen doof hier bei Jesus. Wenn ich das jetzt hätte, müssen Gott im Himmel unterbrechen. Können wir wieder nicht entscheiden. Gehe schon mal auf die Überholspur. Ein bisschen zur Musik abgehen hier. Auto fährt ganz von alleine da. So, genug. So, überholen. Mit Ankündigung. Wie in Italien. Willst mich da verarschen? Pflaume da. So, die ist gelb. Die ist rot. Und mein Grün. Ah, mein Grün. Mein Grün. Geh doch. Du, du, du.
Oh, jetzt noch. Puh, Hoboken ist noch im richtigen Weg. Und ich kenne ja den Weg. So ein bisschen. Bisla. Jetzt warst du noch ein Vogel oder was? Hallo? Drück doch die Hupe und fahr durch. Meine Fresse. Solche verfickten Idioten musst du machen. Tio Hoboken. Oh, ausgebrochen. Aber guck, wo du hinfährst. Du Bitch, doch. Alter, jetzt 40, Junge. Ist doch nicht so, ich weiß nicht mehr rechts. So, wer auch immer mir geschrieben hat, ist ihm. Ich kann gerade nicht, ich bin beschäftigt. Ich bin am Let's Playen. Wenn du das siehst, dann weißt es. Du wartest. So, da vorne sind wir gleich. Jetzt fahren wir doch nah um die Ecke rum und dann geht das los. So. Was sollte das denn? Ich fahre nicht mehr weiter. Nee. Wir sind da. Zum Eingang bitte. Nee. Aber bitte nicht von vorne. Bitte nicht. Hier ist das Geld. Auf Wiedersehen. Also, Drecksober, Alter. Könnte mich schon wieder maßlos aufregen, immer so ein Vollidiot. Sieht aus wie ein Mafiosi und hat wahrscheinlich eine 9mm. Ich muss nach Hoboken zur Pompeii Bar. Na klar, auf geht's. Und hat wahrscheinlich eine 9mm in der Arschbar geklemmt, ey. Riecht mich das auf. Naja. Ist gerade rot. Jetzt ist gerade grün. Fahr doch mit der Straßenbahn, ey. Das gibt's doch nicht. Fahren. Der ist vor mir hingefallen. Ja, nichts für. Oh, Leute. Also, Hauptsache, wir fahren. Und dann ist doch. Oh, hier ist der Eier. Lassen Sie mich raus. Ne? Und dann Missionsabbruch. Der mal irgendwie so ein Pack oder sowas kommen können. Nein. Nicht für mich. Nicht für den Eichel. Etwas langsamer. Ich tue alles, um sie hinzubringen. Sorry, hab vergessen, den Tempomat reinzunehmen. Oder dass mich die Bullimanzei nicht geholt hat. Oh, komm, du musst nicht bremsen. Moinsen, Kollege. Oh ja, die Musik werden wir noch oft. Aber in der Zeit gewöhnt man sich daran, das ist echt chillig. Na, aber das ist nicht der Vogel, den ich vorhin gefahren habe. Nein, da geht's gar nicht. So, jetzt haben wir es gleich wieder geschafft. Da fahren wir von rechts rein. Hoboken Market Avenue. So. So. Mal kurz abgequetscht. Oh. Fehlt Ihr Lenkrad? Ja. Entschuldigung. Ist gerade abgefallen. Alles lief schön, ja. Und der Vogel versaut wieder. Ich dachte, wenn jetzt so ein Opa kommt, ne? Fahre ich gleich nochmal drüber. Wir sind da. Zum Eingang bitte. Wunderbar. Hier, bitte. Stimmt so. Danke. Ich muss zum Kaufhausparkplatz in Little Italy. Sind Sie frei? Kein Problem, fahren wir. Nehmen Sie bitte die Giuliano Bridge und dann den Tunnel. Das ist am kürzesten. Leute, ehrlich. Das heißt, ich bin jetzt eine Episode damit beschäftigt, Taxi zu fahren. Naja, dann weiß ich immer, wie ich die Episode nenne. Das Leben eines Taxifahrers. Und wieso stehst du da vorne so behindert, bekloppt, asiatisch rum?
Entschuldigung, no racist, ich hab ein Stecknass gehabt. Tut mir leid, ich entschuldige mich dafür. Ich weiß ja nicht, wie sie euch das gesagt haben, also ja, wahrscheinlich habe ich das irgendwie mitgebracht. Ich reite mich nochmal in die Scheiße. Ich sagte die Giuliano Bridge. Also kennen Sie die nicht? Die Giuliano Bridge ist noch nicht mal in der Nähe, du Pflaume, die ist da unten, oh Heinz. Du elendiger Backpfeifenvogel, Alter. Ich glaube, du kennst die Giuliano Bridge nicht, du Vollhorst. Voll Spekulation, Alter. Guck mal auf die Map hier, da unten ist die Karte, die Brücke. Du hast mich da angemeckert, da waren wir sogar gerade aus Hoboken rausgefahren. So. Komm mal grün. Ich hab keine Zeit. Wir kriegen. Aua, was soll das? Aua, was soll das? Bisschen schwul oder was? Gut, aber dann steht ein Schwule. Als Taxifahrer wirst du einfach rassistisch und homophob. Der kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, Leute. So, jetzt sind wir auf der, mitten auf der Giuliano Bridge, ne? Ne, jetzt sind wir erst. Ne, da, na, Giuliano Bridge und dann gehen wir durch einen Tunnel. Pfeife. So. So geht das. DK in the Hood Gangsters. Wo fährst du ja der? Du steigst einfach aus und so glotzen, du Vollhonk. Komm, jetzt fahr, lauf. Was willst du denn jetzt von mir? Muss ich erst aussteigen? Jetzt gehen wir in den dunklen Tunnel rein. In den dunklen Tunnel. Oh, Licht. Jetzt haben wir die Musik auch noch ein bisschen besser. Hallo Polizei. Guten Tag. Guten Tag. So. Wir fahren einfach hier geradeaus. Ja, wir folgen der Jaffs. Oh, die Musik ist so inspirierend. Ja, da wird man ein bisschen crazy, wa? Ein bisschen crazy. Na, ein Gruß von mir an einen Kollegen auf einem tschechischen Server, den Gräbegetegat. Er wird das wahrscheinlich nicht gucken. Zum Parkplatz. Wunderbar. Ich verarsche. Willst du mich verarschen, oder was? Das müsste reichen. Stimmt so. Dankeschön, ich hoffe, es war trinkbar. Und ich brauche eine Pause. Genau. Auf der Flucht. Ich trank einen Kaffee und ruhte mich im Taxi aus, während ich auf neue Kundschaft wartete. Ich war ganz in der Nähe von Salieris Bar. Himmel! Hi, Landsack. Haben wir dich, du Ratte. Hallo? Du hast Mr. Morello sehr verärgert. Wir werden dir eine kleine Lektion erteilen, damit du es nicht wieder vergisst. Diese Schweine hatten sich mein Nummernschild gemerkt und sich auf die Suche nach mir gemacht.
geht's noch. Louis wird sich deiner Visage annehmen. Ja, schön durchgebreakt. So. Und? Mach jetzt ihn fertig. So. Was jetzt passiert, seht ihr in der nächsten Episode von Mafia. So, hiermit beende ich diesen Teil. Part 2. Und danke fürs Zuschauen. Ihr dürft wie immer abonnieren, liken, teilen. Alles erlaubt. Dürft es auch euren Freunden zeigen. So, und hiermit verabschiede ich mich für diese Episode. Ciao.